Hallo Leute und herzlich willkommen hier wieder bei Fliff. Ja, richtig geklickt hier. Ja, ich bin letztes Mal gestorben. Sehr peinliche Aktion. Naja, ging eigentlich. Die peinliche Aktion war ich eine andere, aber davon muss ich jetzt gar nicht erzählen. Ja, ich kriege hier bald erklärt noch, dass man sich irgendwelche, also dass man die Skins sozusagen von den Sachen ändern kann. Also dieser Stick ist eigentlich auch ab Level 80, soweit ich jetzt mitgekriegt habe. Und er ist Level 60 und man kann es irgendwie verändern, keine Ahnung genau wie. Das kriege ich erklärt, aber ich denke mal, dass... Ja, also es geht, aber nun gut, ihr habt ja auch gerade gelesen, es sind schon ein paar Kosten dabei. Also man verliert das, was man eigentlich haben will, oder beziehungsweise, ja, eigentlich schon. So kann man das doch eigentlich sagen. So, ich brauche noch eine freie Sache. Das heißt, das schmeiße ich weg. Wobei, ich meine, dann levelt man einfach ein bisschen länger und dann hat man das auch irgendwann, oder? So rein von der... von dem Verständnis hätte ich das jetzt so gesagt. Ich glaube, ich würde dann lieber leveln, weil ich einfach zu geizig wäre, meine Teile wegzuschmeißen, so ungefähr. Aber nun gut, also ich meine, es ist eine coole Sache und ich wusste gar nicht, dass es geht. Insofern hat's was. Ich will mich jetzt erstmal hier wieder schön hochwaffen. Hol mein Albert raus. Mach zack zack. Hab mir immer noch nicht angewöhnt, dass ich diese zwei Sachen hier verwende, aber das ist jetzt auch noch nebensächlich. So. Auf geht's hier. 4% sind aufzuholen. Naja, 4%. Ich meine, so ist es nun mal. Man verliert nun mal Prozente, wenn man verreckt. Sonst wird's ja auch scheißegal. Sonst würde ich mich ehrlich gesagt immer umbringen, um keine Dinger. Keine Blingwings zu benutzen. So geizig bin ich. Naja. Nein, okay. Ich würde es glaube ich nicht machen. Aber trotzdem, also, sonst hätte es ja gar keinen Nachteil, wenn man stirbt. Und hier sind einfach keine anderen Viecher, deswegen müsst ihr vier jetzt einfach nur dran glauben. Ich will aber unbedingt wieder, also mindestens 46% jetzt noch in dem Part schaffen. Kann man das hinkriegen? Das können wir hinkriegen. Sieht gut aus. Ich habe schon wieder vergessen mit 4 und 5 und 6 meine ich jetzt hier, die Zahlen da unten. Aber nun gut, 44% haben wir. Noch einmal schön C gedrückt und das war's. Sehr schön. Gut, weiter geht's, gleich mal hier wieder zu den etwas mehreren. Also ich meine, mit 4 lege ich mich gar nicht erst an, das... Okay, ich bin letztes Mal gestorben, ne, aber... Naja, da war es auch einfach ein bisschen Unaufmerksamkeit. Dass ich einfach viel zu spät angefangen habe, hier Nahrung zu mir zu nehmen. Und dann habe ich noch... Ich wollte ja gerade noch diese blöde Pille einnehmen. Hat's aber irgendwie auch nicht so wirklich gebockt mehr. Leider. So, der dürfte mich jetzt auch schon anvisiert haben. Hat er sogar auch. Dann drücke ich noch einmal 5 und 6 und ich greife an. Ja, guck mal, Leute, da habe ich schon 3000 Leben weg, bis ich mal angreife hier. Das kann es doch irgendwie auch nicht ganz sein, oder? Weil vielleicht mache ich ein bisschen mehr Schaden. 2,6 mache ich jetzt. 2,6, wie viel mache ich ohne? Also, naja, also es bringt vielleicht was, aber so wirklich die Welt bringt es nicht, finde ich. Jetzt komm, machst du fertig jetzt hier, Mensch. So. Gleich weiter würde ich sagen. Jetzt habe ich noch kurz den Buff. Was ist denn das? Knuckle-Angriff. Also es dürfte schon ein bisschen stärker werden insgesamt hier. Sieht ganz danach aus. Ah, jetzt komm. Ich will den anderen Depp auch noch. Jetzt habe ich natürlich wieder vergessen, 5 zu drücken, aber ey. Ist das, Leute? Dafür hat keiner Zeit, wenn man hier kurz vorm Verrecken ist. So, ich glaube, Essen reicht jetzt auch erstmal aus. Also 2,6 ziehe ich den so. Ist jetzt nicht die Welt, aber es ist auch nicht schlecht. 2,5, 2,6, irgendwas dazwischen. Und die Viecher könnten jetzt auch langsam mal wieder sterben, finde ich.
So ganz allmählich, finde ich, so wird's auch nicht schaden. So, und du bist mal ganz ruhig hier, blöder Pilze. Gut, ich lasse mal eben hier ein bisschen meine FP aufladen. Und dann können wir gleich weitermachen hier. Habe ich denn schon irgendwas gekriegt? Naja, nee. Also klar, ich krieg ständig Erfahrung hier, aber noch kein einziger Prozent. Schade, schade, aber so ist es nun mal leider. Und irgendwie sind die Pilze, also diese komischen Baumpilze, was auch immer, auch sehr stark zurückgegangen, der Bestand. Oh Gott, Spack. Da sind sie wieder. Aha, sehr schön. Was würde man ohne Respawn tun? Gibt es eigentlich, das würde mich auch mal interessieren, das fällt mir gerade so ein. Gibt es eigentlich ein Spiel, wo man, wenn man stirbt, wirklich tot ist? Ich meine, es gibt manchmal so Spiele, wo man dann wirklich die ganze Mission... Es gibt auf jeden Fall welche, ich weiß jetzt aber gerade selber nicht welche. Es gibt Spiele, wo wenn man stirbt, wo man die ganze Mission, also alles komplett, vielleicht das Tutorial nicht, aber sonst die ganze, alles neu machen muss. Ich weiß nicht, welches Spiel das ist, aber es würde mich interessieren, wenn ihr solche Spiele kennt, schreibt die mir mal bitte in die Kommentare hier unten. Würde mich ja echt interessieren, welche Spiele es da gibt oder wie viele und ob man die auch kennt oder ob die jetzt echt nur solche Spiele sind, die wirklich kein Mensch kennt. Aber ich glaube, es sind echt Spiele, die man wirklich kennt. Aber ich bin mir jetzt da gerade ziemlich unsicher, welche Spiele das sind. Aber es gibt sie auf jeden Fall. Das, so viel steht fest. Sterbt eure blöden Viecher hier. Ist da was? Ich habe so viele von denen. 195, 150. Ich lauf mal eben ein paar von denen hier. Die müssen auch mal weg. Ziehe ich jetzt einfach mal da rein. Trinke ich das immer, wenn ich mal ein paar Probleme von den Dingern habe. So. Gebufft bin ich noch. Ja, bin ich gerade wieder. Sehr schön. Zwar nicht mehr mit dem höchsten, deswegen habe ich jetzt auch keine 10.000 Leben mehr. Aber hey, was soll's. Was ist da? 2% interessiert mich mal rein gar nichts. So. Folgen die mir noch? Ja, die folgen mir irgendwie über einen Baum oder über einen Berg oder was auch immer. Was hier halt so im Weg steht, ne? So, schön wieder entgegenlaufen und rennen sie alle wieder weg. Blöde Viecher. Gut, dann kann es mal wieder losgehen. Neue Runde. Habe ich eigentlich schon Prozent? Verdammt, immer noch nicht. Ich brauche doch so dringend Prozente hier. Die wollen fliehen, die Blöden. Naja. Was soll man machen? Hallo, jetzt töt die auch mal. Bitte, mein Gott. Hallo? Die haben halt schon ein bisschen viel Leben. Aber man kriegt's hin, man kriegt's locker hin. Immer noch keine, also wie lange brauche ich denn hier für einen blöden Prozent, Mann? Ist ja ein bisschen unwahrscheinlich. So, wir nehmen jetzt einfach nochmal den da. Der Gigant hat sich inzwischen auch verzogen, aber wahrscheinlich ist er einfach nur irgendwo anders gespawnt. So, das sind jetzt hier allerdings Captains, das muss man auch mal berücksichtigen. Insofern nehme ich vielleicht nicht so... Opa, da ist er! Gerade noch gesehen, sehr schön. Besser zu früh als zu spät. Okay, was ist jetzt auch das schlauste Sprichwort, was ich je rausgehauen habe hier. Ich denke mal, das ist jedem bewusst. Na, nee, nicht immer. Nicht immer, aber... Da sind wir bei einem anderen Thema. So. Gut. Nicht verrecken, einfach nur überleben hier. Das ist gerade mein Hauptziel. So, C. Und Essen nicht vergessen. So, ich drücke jetzt einfach mal F10, da habe ich jetzt keine Lust mehr drauf. Hier Ewigkeiten bange zu sein, dass ich doch noch verreck. Und es ist einfach so, ich drücke F10 und es dauert trotzdem noch Jahre, bis ich hier wieder, bis es sich wirklich auflädt. Das ist im Moment der große, große Nachteil, den ich hier leider zu beklagen habe. So, 2% raus damit, braucht kein Mensch. Was brauchen wir noch nicht?
Da, die Dinger braucht auch keiner. Ich sammle die jedes Mal. Ich meine, mein Eibach ist zwar toll, aber die braucht kein Mensch. Die braucht kein Mensch. Hallo? Hallo, ich habe doch Inventar voll, oder? Löschen, natürlich will ich die löschen, Mann. Hallo? Was geht denn jetzt ab, ey? Ist ja krass hier, wie das gerade irgendwie, gerade wollte es gerade gar nicht mehr. Wow! Okay, ich relog mal eben kurz, wobei ich fast glaube, dass es danach nicht besser wird. Aber nun gut, also bis gleich. So, da sind wir wieder. Ich bin jetzt mal vorsichtshalber mal lieber ins Auto gestiegen, weil der Giant mir zwischendurch ziemlich nahe kam. Er stand eigentlich direkt in mir. So kann man das schon fast ausdrücken. Aber nun gut, ich habe es geschafft, jetzt endlich meinen Stick in die Hand zu holen. Okay, das hört sich jetzt irgendwie falsch an, aber gut. Ja, okay, das schadet jetzt nicht, aber wobei die Frage ist, ob das jetzt sich noch lohnt für die Zeit. Das ist natürlich auch nicht schlecht. So, dann haben wir das auf jeden Fall schon mal drin. Und ich würde, ja, okay, perfekt. Ich würde sagen, weiter geht's. Noch den Part hier fertig, ein bisschen leveln. Ich will wenigstens, also wenigstens 45 muss da drin sein hier. Wenn schon nicht meine eigentlich am Anfang gesagten 46. Dann noch wenigstens die netten 45. Fände ich jetzt mal echt sehr freundlich. Okay, ich will jetzt nicht zu viele nehmen, deswegen lasse ich es jetzt erstmal bei denen hier. Lieber zweimal und dafür etwas sicherer zuschlagen. Ich denke mal, da können die meisten mir zustimmen. Aber irgendwie verliere ich jetzt neuerdings mehr Leben, habe ich das Gefühl. Oder ich bin einfach sehr vorsichtiger geworden. Das kann natürlich auch sehr gut sein, weil wenn man einmal stirbt, will man nicht unbedingt nochmal sterben. Jetzt unbedingt so. Also es ist, man hat nicht so wirklich das Verlangen danach. Nee, kann man nicht sagen. So, die sind tot. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Ich habe doch sogar Schild und alles. Albert kann natürlich auch mal raus hier. So. Ice Cream Cake. Hui, als wenn ich das bräuchte. Aber nun gut. Das hält wirklich gar nicht lange, ne? So, egal. Das hält jetzt hier eine halbe Minute. Aber es ist ja auch nicht wirklich hochgebufft, das muss man dazu sagen. Level 4 ist jetzt noch nicht so die Menge. Aber vielleicht bringt es was. Vielleicht bringt es ja irgendwas. Und man will doch alles, was irgendwas bringt, haben. So, der ist sogar noch aggressiv. Sehr schön. Dann kann es losgehen und... Während ich mal eben hier die 0 noch drücke... Na, immer noch 44%. Sag mal, das dauert ja Jahre hier. Unglaublich. Das kann doch eigentlich sein. Jetzt kommt schon so, noch einmal C. Ja, ist gut, liebe Uhr. Ich drücke jetzt einfach mal lieber F10, weil ich habe keinen Bock, jetzt echt nochmal zu verrecken. Das wäre jetzt echt das, was jetzt gar nicht gehen würde. Insofern verschwende ich, nenne ich jetzt mal verschwenden, ich mal lieber 45%, perfekt. Gut, es geht noch eine Runde, eine, wie auch immer ich das genannt hat, eine... Eine Fuhre war das gute Wort, was ich mir doch ausgesucht hatte. Eine Fuhre geht noch. Und diese Fuhre wollen wir doch jetzt auch noch schön vollenden, ohne zu sterben, bitte. Das wäre echt mal hier noch ein Minimum an irgendwie Selbstbewusstsein, dass wir noch mit Minimum an Selbstbewusstsein hier rausgehen.
Das finde ich cool. So, du kommst noch mit. Das dürfte dann auf jeden Fall reichen. Ich hoffe jetzt mal, die Hieb ist durchgedrückt hier. Hoffe ich sehr stark. Bei Yaki Ramo. Zwischendurch esse ich aber auch noch was, damit echt gar nichts mehr passieren kann. Aber ich muss so viel drücken. Ich muss hier essen, ich muss 0 drücken, damit er nicht aufhört zu schlagen. Und dann muss ich vielleicht noch F10 drücken, falls es knapp wird. Das ist sehr viel, Leute. Das ist sehr viel. Für einen Menschen mit 2 Händen, müsst ihr bedenken. Ja, okay, das ist jetzt noch nicht so wirklich was Außergewöhnliches. Aber es sind halt nun mal auch nicht mehr. So, F10, was soll's, Leute. Was soll's? So, alle umgebracht. Sehr schön. 45%. Ich hatte schon 48. Hatte ich 48? Ich hatte 48, aber was soll's. Das war's dann erstmal hier vom Level mit Yaki Ramo. Danke an Yaki Ramo auf jeden Fall schon mal hier. Ich denke mal, ich werde es auch gleich schreiben, aber das war's erstmal für diesen Part. Hoffe, hat euch gefallen und dann hoffe ich, ich kann toll schnipsen, oder? Ach komm, den töten wir jetzt auch noch eben. Ja, dann hoffe ich, guckt ihr beim nächsten Mal auch wieder rein. Jetzt können wir auf C drücken, jetzt ist vollkommen egal, er hat auch noch mit drauf. Oh oh, jetzt kommen noch mehrere. Egal, jetzt ist was soll's. Ich habe eh AOE drin. Gehealt werden muss ich jetzt auch nicht. Aber das will ich euch jetzt auch nicht vorenthalten, wie die zwei Helden hier noch sterben. Also nicht wir zwei, die Charakter, sondern die zwei Deppen hier. Von wegen, wollen die mich verarschen? Wollen die mich verarschen hier? Da habe ich jetzt eigentlich echt keinen Bock mehr drauf hier. Okay, Heal ist drin, das heißt, ich kann jetzt nochmal eben hier... Okay, nee, doch lieber Flucht oder was? Lieber healen, ich wäre jetzt echt stark für Heal. Okay, wisst ihr was? Ich steige in mein Auto, ich kann nicht in mein Auto steigen, weil mein Albert draußen ist. Zack, Auto. Okay, das war jetzt gerade ein bisschen riskant für ihn, sorry dafür, war nicht so beabsichtigt. So, dann würde ich jetzt aber sagen, ich habe schon überzogen, sollte reichen. Und ja, dann, ich sag's noch einmal, danke fürs Zuschauen, hoffe, hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal, ciao!